Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Retro Panda quält sich. In dieser Folge habe ich mir mal das Gameboy-Spiel Hugo ausgesucht. Wie bin ich drauf gekommen? Und zwar hat der Podcast Stay Forever, den ich sehr, sehr gerne höre und ich ihn gerne auch ans Herz legen möchte. Da sind die Folgen sogar alle kostenlos verfügbar. Man kann zwar Patreon-Backer werden, was ich bin, für ein paar extra Folgen, aber die Grundfolgen sind alle da. Das sind zwei sehr, sehr altbekannte und gestandene PC-Journalisten, der Gunnar Lott und der Christian Schmidt. Die sprechen immer über alte Spiele. Und da haben sie jetzt in der letzten oder vorletzten Ausgabe auch Hugo gehabt. Ich habe euch den Podcast mal verlinkt, falls ihr den noch nicht kennt. Schaut da mal vorbei, empfehlt sich auch. Und ich habe gesehen, dass der gute Onkel Weidemann das Spiel auch schon hatte. Auch das Video verlinke ich euch natürlich mal wieder. Falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, besucht auf jeden Fall seinen Kanal und lasst einfach ein Abo da. Ihr werdet es nicht bereuen. Kommen wir aber mal zum Spiel. Hugo. Ja, das war ein Phänomen und zwar war das im Kern eine Fernsehsendung, die es in Deutschland Anfang der 90er gab. Ich kann es nicht genau sagen aus dem Kopf, aus welchem Jahr, 92, 93, 94 oder sowas. Da konnte man anrufen und über die Telefontastatur konnte man den namensgebenden Hugo steuern in so ein kleines Minispielchen. Und das war damals echt der große Shit. Da war man einfach begeistert, weil es gab Videospiele im Fernsehen. Ich habe das zwar jetzt nie gezielt geguckt, aber ich bin beim Durchseppen eigentlich immer drauf hängen geblieben. Herrliches Gefühl und ich wollte eigentlich auch immer da mal anrufen, aber ich habe es irgendwie nie versucht. Ich wäre wahrscheinlich auch gar nicht durchgekommen. So, auf jeden Fall wurde das natürlich auch auf, ja, ich glaube, alle Systeme, die nicht bei 3 auf den Bäumen waren, portiert. Und andere natürlich auch auf dem Gameboy. Und die Version zocken wir jetzt mal. Das ist Hugo 1. Es gibt wohl auch noch weitere Teile. Ich bin mir nicht gerade sicher, was es ist. Ich erwarte auf jeden Fall eine Minispielsammlung, ähnlich wie im Fernsehen. Ich gucke mal. Aber ich verspreche mir nicht viel und deswegen ist es halt in Retro Panda quält sich. So, wir wollen ein Schloss stürmen. Oh, okay. Es gibt anscheinend viele, viele Level. Okay, was muss ich hier machen? Oh. Das war ein Gegner. Okay. Müssen wir wahrscheinlich Schlüssel einsammeln. Okay. Kann hier durch. Ab. Ja. Was ist das denn? Also leicht ist anders, ne? Ach, hier ist ein Bogen. Aha. Oh, ich habe aber nur einen Schuss, sehe ich gerade. Okay, also bekannt ist ja Hugo für diese... Alter, ist das schwer! Warum ist das so schwer? Ich meine, die Fernsehsendung war ja auch drauf ausgelegt, nicht gerade einfach zu sein, ne? Aber... Boah... Okay. Das habe ich ihn erledigt. Das kann ich ja wohl hoffentlich hier in Ruhe die ganzen Türen hier. Ein Hammer, okay. Wozu brauche ich den Hammer? Das Spiel erklärt auch nicht so wirklich was, ne? Das muss ich wahrscheinlich durch die Röhre. Ah, mit dem Hammer kann ich bestimmt den Block hier, ne? Ja. Gott. Also bekannt war Hugo ja vor allem für diese Ausweichminispielchen und sowas, ne? Ich weiß nicht, war das da auch drin oder ist das jetzt eine Eigenentwicklung? Sehr seltsam. Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Gar nicht? Hä? Ich muss ja irgendwie da hochkommen. Ja. Ist das hier so eine Warp-Dings? Ja. Ich dachte schon, das wird eine relativ kurze Folge. Also die Musik ist relativ dudelig. Obwohl die Fernsehsendung war ja auch relativ schwer, ne?
noch so ein Level hier? Also das ist echt jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Wie soll ich hier jetzt dran vorbeikommen, ey? Wenn ich jetzt rauskomme, sind die wahrscheinlich wieder da, ne? Ja, ich kann da doch jetzt nur sterben. Links ist der Geist, rechts ist die Wache. Ist das aber... Hier. Ich kann nur links gehen. Und hier reingehen. Da ist eine Bombe. Okay, ich habe eine Waffe. Damit müsste ich ja... Genau, ihn hier. Okay, die Bombe habe ich übersehen. Noch eine Bombe. Was ist das hier eigentlich? Ja. Oh. Okay, also die Bombe, die verletzt mich schon mal nicht. Das ist immer gut. Achso, hier kann ich nur runter, okay. Ach, ist ja auch ein Fall, okay. Sehr gut lesbar ist das Ganze nicht. Ich dachte, hier kommt so ein bisschen mehr Abwechslung rein, ganz ehrlich. Wie hieß das Spiel, was hier so ganz, ganz ähnlich wie das hier ist? Crazy Castle war es nicht, aber es gibt irgendein Spiel, was auch so mit den ganzen Türen ist. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Komme ich da oben überhaupt hoch? Ich brauche ja irgendeine Waffe oder sowas. Hier kann ich nur hoch. Hier kann ich nur runter. Das Spiel, ey. Ich habe nicht viel erwartet, aber ich habe jetzt so erwartet, hier gab es auch hier, wo im Fluss mal so nach rechts und links ausweichen musste und so weiter. Wenn ich mir doch so ein Spiel kaufe, dann will ich doch auch das Spiel aus dem Fernsehen haben. Und hier nicht so eine Grütze. Wie soll ich denn da jetzt dran vorbeikommen, ganz ehrlich? Sehe ich jetzt gerade hier irgendein Muster nicht oder irgendwie sowas? Stehe ich jetzt komplett... Ich bin zu doof, um Hugo zu spielen, ey. Ich dachte, bei dem Schlüssel war ich schon drin. Hm. Ich muss ja irgendwie da hochkommen. Gibt ja eigentlich gar keinen Weg, ne? Ich brauche hier so einen Grappling-Hook oder irgendwie sowas. Dann gehe ich da runter... Ja, ich brauche doch irgendeine Waffe oder irgendwie sowas. Boah. Das Spiel ist eigentlich so simpel, ne? Ja, okay, jetzt bin ich tot. Wenn ich wieder rausgehe, dann ist er da wieder. Gott, ist das Spiel scheiße. Sag bloß, jetzt sind alle Level so. Ich habe Hugo gekauft. Wie hieß denn das Spiel? Nicht, dass sie wirklich nur das Spiel genommen haben und jetzt einfach so ein Hugo-Template drauf gebaut haben. Und das ganze Spiel ist jetzt so. Ich will Hugo. Mann. Ich bin entsetzt. Ich habe nicht viel erwartet, aber ich habe wenigstens hier so schöne, launige Minispielchen erwartet. Aber hier so ein Rätselspiel. Oh. Okay. Ja, continue bitte am zweiten Level. Es macht echt keinen Spaß. Es ist Trial and Error auf der höchsten Seite. Es macht keinen Spaß. Die Waffen gibt es viel zu wenige. Ich habe es natürlich raus, dass ich die Bombe jetzt wahrscheinlich bei dem Hoshi da oben anwenden muss. Wenn man halt Pech gehabt hat und sich in den Türen verfangen hat, dann ist man da gefangen, wenn der Gegner da ist. Und
Das ist für mich einfach nur schlechtes Spieldesign. Man hat diese bekannte Spielidee übernommen und irgendwie einen Haufen Grütze draus gemacht. So, komm her. So, gut. Jetzt komme ich da oben, ist wahrscheinlich irgendwie weiter, aber... Boah. Komm ich jetzt hier irgendwie hoch? Aber ich kann auch nicht springen. Kann ich irgendwie springen? Ah. Ihr seht mich echt fassungslos. Ich hab nicht viel von dem Spiel erwartet. Also ich weiß auch, dass dieses mit in den Türen reingehen und sowas. War es ein Bugs Bunny Spiel oder sowas ähnliches? Ich glaube, es gab doch auf den Philips CDI heißt es, glaube ich, wo es die Mario-Spiele gibt. Gibt es Hotel Mario oder so, wie das ähnlich heißt. Das ist halt, glaube ich, auch so eine ähnliche Prämisse, aber das gibt es noch andere Spiele, die so funktionieren. Ich versuch's doch einmal, ey. Ich habe wirklich... Ich guck mal auf die Uhr. Ja. Also 10-Minuten-Marke haben wir erreicht, aber... Boah, ey. Macht das keinen Spaß? Ja gut, wie komme ich hier jetzt hoch? Ich verstehe es nicht. Man kann auch das zweite Level nicht schon so schwer gestalten, dass man überhaupt nicht rafft, wie es weitergeht. Ich habe ja nichts gegen schwere Spiele. Wenn es fair ist. Hier ab. Ja, will ich da ja gerne. Vor allem, wenn ich nach oben drücke, dann läuft er nach rechts. Was soll das denn? Nach unten, dann läuft er auch weiter. Ja, komm. Also ich glaube... Nee. Ich habe keine Lust mehr. Ich hoffe, ihr fandet die Folge wenigstens etwas amüsanter als ich das Spiel. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Boah, ey.